Der Titel ist, wie üblich in der EDV, ein bisschen reißerisch, aber Ihr Handy verrät Dinge über Sie, wo Sie nicht unbedingt haben wollen, dass das Handy vielleicht alles jedem, der es wissen will, sagt. Wir sind, und damit sind wir schon, ja, da war durch das Umstecken jetzt ein bisschen, ich möchte Ihnen eine kurze Einführung geben. Bei so einem Kurzvortrag ist natürlich auch die Einführung relativ kurz. Ihnen dann anschließend die Hintergrundinformationen, wieso funktioniert das überhaupt? Dann die Methode, wie das gemacht werden kann, damit Sie sehen, das kann jeder, der will, machen. Also nicht nur irgendein hochspezialisierter Hacker, vor dem Sie sich sowieso nicht fürchten sollten, weil der hackt Sie so oder so, wurscht, was Sie tun, ja? Sondern jeder. Das heißt, auch der 6-Jährige, der das Notebook bedienen kann, ja, und schon weiß, was das Internet ist, reicht völlig aus. Ich habe da schon Leute gesehen, die können nicht einmal gescheit lesen und schreiben, aber das kennen schon. Ja, es würde uns jetzt zu weit führen, über das zu diskutieren. Ich halte das nicht für gescheit. Ja. Also es gibt da relativ interessante Untersuchungen dazu. Unser Schulsystem entwickelt sich ja gerade in eine Richtung, die nächste Generation zu zerstören. Weil digitale Bildung sollte mit 12 Jahren frühestens anfangen, nicht davor. Ja. Da gibt es neurologische Untersuchungen dazu, dass die Gehirne gestört werden, wenn man zu früh mit digitaler Bildung ist. Also in der Volksschule ein Tablet zu verwenden, halte ich für eine Gefahr für unser aller Zukunft. Ja. Aber das ist meine Privatmeinung. Meine zugehörige Frau Minister, Sie haben mir mitbekommen, ich bin Lehrer an einer HTL, ist da durchaus anderer Meinung. Nur ich kann meine Meinung beweisen, das ist der einzige Unterschied. Sie, Ihre nicht. Ja. Okay, dann möchte ich es Ihnen natürlich auch live zeigen. Das ist auch der Grund, warum Sie hier 2 Notebooks sehen. Wir haben im zweiten Notebook das Umbooten mit einem anderen System. Das dauert immer ein bisschen Zeit, darum ist da ein zweites, wo das schon läuft. Es wäre schlecht, Ihnen eine Gefahr zu zeigen, wenn ich Ihnen nicht wenigstens ein paar Tipps geben könnte. Wirklich schützen gehen wir uns nicht. Warum? Weil wir viel zu faul sind dafür, alle miteinander. Ja. Das ist der Grund, warum alles dermaßen schlecht in der EDV derzeit funktioniert, weil die Leute einfach extremst bequem sind. Und wir können das nicht auf die Industrie verschieben, die Verantwortung dafür, sondern wir sind ganz allein selber für die Devices verantwortlich. Wenn wir jetzt zu irgendeinem Billigdiscounter gehen und dort eine Webcam kaufen, die bei uns installieren, dann sind wir schuld, dass wieder eine Denial-of-Service-Attacke mit enorm hoher Bandbreite gegen jeden, der es haben will, funktioniert. Und das ist nicht an die Industrie auslagerbar, weil wenn Sie fahrlässig mit den Geräten umgehen, dann sind Sie schuld. Ja? Wenn jemand sein Gasherd alleine installieren würde und er fliegt Ihnen nachher um die Ohren, dann würde niemand sagen, ja, der Hersteller vom Gasofen ist schuld dran, sondern Sie, weil Sie haben angeschlossen. Ja. Nur in der EDV erwarten wir ständig, die Industrie muss die Geräte sicherer und sicherer machen. Nicht wahr, wir sind verantwortlich. Ja. Wir sind dafür verantwortlich, das zu machen. Ich werde mich am Schluss bemühen, sage ich, ich bin kein Jurist. Ja. Ich kann nicht einmal sagen Techniker, weil eigentlich bin ich Physiker. Aber eigentlich in der EDV fühle ich mich als Techniker, ich bin kein Jurist. Es zeigt sich nur, dass meine Meinungen zur Rechtslage bisher immer gehalten haben. Ja? Also ich habe bisher gegen jeden Juristen jeden Rechtsstreit gewonnen. Ja? Weil ich mich halt wirklich mit dem Gesetz beschäftige und nicht glaube, so ist es. Als letztes gibt es natürlich wie üblich ein paar Quellen und Links. Das ist einfach zum Anschauen. Gut, wir benutzen... Naja, alle vielleicht nicht, manche haben es vielleicht in der Hosentasche reingesteckt, aber ich sehe da eine ganze Menge Smartphones am Tisch liegen und wo ich keins sehe, weiß ich von einigen Personen, na, die haben auch eins, ja, nur halt eingesteckt. Ja, klar, Herr Kollege. Gut, wir benutzen es ganz selbstverständlich ständig, dauernd und uns ist es dabei wichtig, das ist genau der Grund, warum man ein Smartphone hat, weil man im Prinzip kann man online auch mit dem Notebook oder mit dem Tablet gehen, aber das Smartphone hat man halt in der Hosentasche oder in der Jackentasche, das hat man permanent bei sich, ich bin damit
always on und kann jederzeit irgendwo was nachschauen. Und wer jetzt sagt, okay, er verwendet sein Handy nur zum Telefonieren, ja, ich schon, das da, ja. Aber ich habe im Rucksack immer noch ein zweites mit, damit man halt auch schnell was nachschauen kann, wenn man was wissen will, ja. Wir wollen das selbstverständlich so bequem wie möglich. Ich habe jetzt erst schon angedeutet, wir sind leider alle sehr faul, ja. Bequem muss es sein, ja. Und es ist uns völlig wurscht, was das im Prinzip kostet. Also es ist uns nicht egal, wie viel Euros das kostet, aber es ist uns egal, was es uns sonst kostet. Dass wir bei der Benutzung des Handys unsere Privatsphäre längst aufgegeben haben, weil jeder, der es wissen will, weiß, wann wir wo waren, ist uns eigentlich egal. Ja? Ich bin es mittlerweile leid, mit Personen zu diskutieren, die immer sagen, ich habe eh nichts zu verbergen. Weil ich habe bisher nach jedem bewiesen, dass sie eine ganze Menge zum Verbergen haben. Das ist nichts Negatives, das ist nichts Kriminelles, sondern es sind halt Dinge, da muss man nicht unbedingt immer das der Öffentlichkeit preisgeben. Gut, es soll ja Leute geben, die auch auf der Toilette eine Webcam installieren, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz. Unsere Smartphones sammeln permanent Daten. Über uns, aber natürlich auch über andere Dinge, in welchen WLAN sind wir angemeldet, wo sind wir gerade, welcher Funkzelle sind wir angemeldet, bei welchem Provider sind wir angemeldet, wann haben wir wo die österreichische Staatsgrenze überschritten, alles nachvollziehbar. Die Daten können selbstverständlich ausgewertet werden und da haben wir so ein bisschen eine Hürde, denn diese Daten können selbstverständlich im Allgemeinen nur vom Anbieter ausgewertet werden, beziehungsweise vom Hersteller des Smartphones und natürlich von entsprechenden Behörden. Wenn man mal weiß, wie leicht es ist, Telefonanbieter zu werden und damit eigentlich alle Handynetze in Österreich überwachen zu können, wird man vielleicht schon nachdenklich. Ja? Also es war vor kurzem ein Artikel in einer Tageszeitung, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, wie viel Geld muss man im Moment in die Hand nehmen, um in Österreich einen Telefonanbieter zu gründen? Das waren nicht ganz 1 Million Euro. Also für jemanden, der ein bisschen kriminelle Energie hat, ist 1 Million zum Auftreiben nicht viel, ja, also gar nichts im Prinzip. Dann sind sie Anbieter, nur damit haben sie Zugang zu allen Handynetzen dieser Welt. Warum? Die Handys kommunizieren ja verschlüsselt. Nur die Schlüssel müssen natürlich, weil es ja Roaming gibt, zwischen den Providern im Klartext weitergeben werden. Ja? Also wenn Sie jetzt Österreich, A1, fahren nach Deutschland, T-Mobile, A1 schickt die Verschlüsselungsdaten vollständig im Klartext an T-Mobile. Die wissen dann alles über ihr Handy. Ja? Und wenn ich jetzt als Provider CK aufmache in Österreich, dann habe ich auch alle Daten, die mich interessieren. Ja? Ab dem Zeitpunkt, dass sie irgendwann einmal in meine Netznähe nur gekommen sind. Ja? Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Hürde. Ja? Das kann nicht wirklich jeder, weil der Sechsjährige treibt keine 1 Million Euro auf, ja? Also hoffe ich zumindest. Manche dieser Daten können aber von beliebigen Personen ausgelesen werden. Von beliebig heißt, ich brauche nur ein Notebook mit einer monitorfähigen WLAN-Karte. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, das ist auch nicht so allgemein. Ich habe es ausprobiert, alle meine Notebooks sind monitorfähig, alle. Ja? Habe derzeit ungefähr 4 und ich habe extra das, Sie sehen es vielleicht, glaube ich, an der Marke, die man da lesen kann, billigst Notebook, ja, kein Problem, kann das auch, ja. Also da kostet die Office-Lizenz mehr als das ganze Notebook. Ja? Okay, warum ist das so einfach? Grundsätzlich merkt sich ein Smartphone jedes WLAN, mit dem Sie jemals verbunden waren. Naja, dann sagen wir, wurscht, das ist mein WLAN daheim. Na, vorsichtig. Waren wir das letzte Mal im Urlaub? In welchem Hotel waren Sie? Wie hat du das WLAN geheißen? Genauso wie das Hotel. Ist schon Information, die nicht uninteressant ist. Ja. Ihr Smartphone hat noch die unangenehme Eigenschaft, sobald es keine Verbindung hat, sucht es alle WLANs, die es kennt. Ob es nicht irgendeins findet in der Gegend. Und wie macht es das? Es schickt Requests aus. Ich habe da in meiner Liste 20 WLANs von allen Hotels, in denen ich je war. Erstes WLAN, gibt es das da in der Gegend? Nein. Zweites WLAN kriege ich auch keine Antwort. Drittes WLAN kriege ich auch keine Antwort. Viertes WLAN kriege ich auch keine Antwort. Nur diese Probe-Requests sind Broadcasts. Die sieht jeder, der es sehen will. Absolut jeder.
Sobald der WLAN Access Point antwortet, der da dazugehört, verbindet sich das Smartphone damit. Ja? Das ist ja genau, wir wollen es ja bequem haben. Ja? Also mein WLAN will ja jetzt nicht da händisch einstellen müssen, sondern das soll ja alles alleine gehen. Ja? Wenn jetzt irgendwer diese Probe-Requests mitliest, dann kann er natürlich daraus Informationen ableiten. Wann waren sie wo, in welchem Hotel? Naja, das Wann ist nicht immer gleich sofort ersichtlich, aber in welchem Hotel sie waren, das kann man damit schon ablesen, in welcher Cafeteria, in welchem Kaffeehaus, das kann man sehr wohl ablesen. Und daraus kann man natürlich auch gewisse Bewegungsprofile einleiten. Selbstverständlich, ja. Ist es auch so, wenn ich die SSID wieder rauslösche? Nein, dann nicht. Das kommen wir dann am Schluss noch dazu. Wenn Sie alle WLANs immer gleich, nachdem Sie es benutzt haben, sofort wieder löschen, dann macht Ihr Handy nichts damit. Ja. Ein bisschen schlimmer ist, aber das ist zum Glück nicht Thema des heutigen Vortrages, das haben wir vorher eingeschränkt, ist, jetzt könnte ich natürlich einen Rogue Access Point einrichten und sagen, okay, Sie waren im Hotel sowieso, ich mache jetzt das gleiche WLAN, Sie melden Sie bei mir ein und ich habe schon eine herrliche männende Mittelattacke. Das heißt, ich lese alles, was Sie über Ihr Handy an Daten laden bzw. schicken. Habe ich ja da auch ein Kennwort hinterlegt, ich meine, das wird auch gespeichert. Mhm. Wie würde das dann funktionieren mit dieser Mittelattacke, weil das Kennwort stimmt ja nicht? Das macht ja nichts. Ich lasse sie einfach ohne Kennwort ein oder mit jedem beliebigen Kennwort. Ah. Das geht übrigens, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal am Flughafen Schwechat waren, wenn Sie dort mit so einem Scanner, gibt ja so Apps fürs Handy, beziehungsweise mit dem PC kann man das schöner sagen, es gibt viel mehr Access Points, als die Flughafen Wien betreibt. Die alle so hassen, wie dort am Flughafen Wien üblicherweise der Access Point, also das WLAN heißt. Sind Sie schon einmal durch einen Railjet durchgegangen und haben geschaut, wie viele Access Points es da gibt? Mir ist letztes Mal aufgefallen, dass es mehr waren als Waggons. Ja, dann müsste jetzt aber zumindest eine gerade Anzahl teilbar durch die Zahl der Waggons sein, oder? Stimmt. Ja. Warum? Weil man davon ausgeht, am Flughafen sind Manager, die interessante Informationen haben und da hängen wir mit einer männenden Mittelattacke schon mal prophylaktisch rein und sehr viele fallen auch drauf rein. Ja, ich habe es selber schon erlebt, dass am Nebensitz einer sagt, das ist jetzt das, so einen guten Empfang habe ich nicht einmal in der Firma. Statt dass die Alarmglocken läuten und sofort sagen, halt, das kann nicht sein. Ja? Sehr zufriedenstellend. Ja? Und zwei Reihen weiter habe ich einen gesehen, der dort plötzlich eine Kopie von dem Bildschirm hat. Ja? Na gut, wie auch immer. Ja? Kleine Information an den Betroffenen, dann wird es ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, wir behandeln in meinem Vortrag nur den ersten Punkt. Ich möchte nur darauf hindeuten, diese Punkte sind nicht willkürlich da. Es gibt noch einen Haufen anderer Möglichkeiten, was man mit diesen Informationen machen kann. Also zum Beispiel, wenn in der Firma ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin dieselben Hotel-WLANs gespeichert haben. Naja, ich will jetzt da jetzt nicht zu viel in die Privatsphäre einschalten. Wir scannen einfach die Funkkanäle permanent. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, da verbieten wir einfach das Scannen der Funkkanäle. Das muss man sehr oft machen, darum steht da in Klammer, ist oft notwendig. Erstens für die Fehlersuche, warum geht ein Gerät nicht rein? Oder auch für einige andere Punkte, Bankenversicherungen sind gesetzlich verpflichtet, jedes Backel, das die Firma verlässt, irgendwo mit zu protokollieren. Ja? Das heißt, die scannen natürlich permanent alle ihre Netzwerke entsprechend. Ja? Darf ich eine Zwischenfrage stellen, wenn wir eher ein bisschen früher angefangen haben, darf ich mal Minuten gönnen. Wer von Ihnen hat ein Smart-TV zu Hause? Doch einige. Haben Sie sich mal angeschaut, was Ihr Smart-TV alles ins Internet abschickt an Informationen? Was Sie wann geschaut haben, was programmiert haben, und zwar welche Sendung, Sender sowieso, eh klar, das weiß der Anbieter, also UPC oder 1 oder wem immer Sie als Provider haben, das weiß der Hersteller des Smart-TVs, also Samsung oder LG oder sonst irgendwer. Und was Sie mit den Informationen machen, ist bis heute nicht bekannt, aber man kann eine Menge über Sie eventuell in Erfahrung rausbringen. Oder hat jemand zu Hause einen WLAN-fähigen Drucker? Ja, haben Sie sich schon mal angeschaut, was der an den Hersteller schickt? Ich war bei meinem entsetzt, der schickt nämlich als WLAN-Passwort an den Hersteller. Ja. Meine Rückfrage bei der Firma HP, wieso er das macht, das heißt nicht damit, wenn der Drucker repariert wird oder ihren das gleiche Modell man nochmal kauft, gleich
die gesamte Konfiguration draufgeladen werden kann. Mein Hinweis, ohne mein WLAN-Passwort kann ja die Config nicht laden, weil da kommt er gar nicht bis zur HB, ist bis heute unbeantwortet. Ja? Also auf die Rückantwort hat HB bis heute nicht reagiert. Ja? Also wir verraten sowieso über WLAN eine Menge, aber wir wollen beim Handy bleiben. Ja? Also wart mir nur interessiert, wer das noch macht. Ja? Gut, wir können eine große Sicherheit haben. Solange Ihr Handy eine relativ stabile WLAN-Verbindung hat, sucht es nicht nach neuen Netzen. Ja? Es sucht nach Access Points, die ein stärkeres Signal haben im selben Netz, ja? Aber kaum nach anderen. Also solange Sie im WLAN sind, zu Hause, ist die Gefahr gering, ja? Sehr gering. Ja? Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrags einmal mein Handy 24 Stunden überwacht, einmal in 24 Stunden hat er alle durchprobiert. Ja? Aber das kann man verschmerzen. Ja? Das heißt, wir sind nicht anfällig, solange die Geräte im WLAN drin sind. Wurscht in welchen, in irgendeinem. Ja? Hauptsache, Sie haben eine stabile WLAN-Verbindung. Das Unangenehme ist, so ein Smartphone ist ja dazu da, dass es uns begleitet. Das heißt, das geht ja mit uns mit. Naja, damit ist eine stabile WLAN-Verbindung schon ein Abenteuer. Ja? Sie wechseln ins Nachbarraum und schon ist das WLAN vom Nachbarn das Stärkere und stört Ihr WLAN schon ein klein wenig. Ja? Und wenn Sie Pech haben und wohnen noch in einer Gegend wie Großfeldsiedlung in Wien, wo viele WLANs existieren, können Sie auch nicht sagen, weiche auf einen anderen Kanal aus. Ja? Weil es gibt viel zu wenig Kanäle für die vielen WLANs, die wir in unserer Umgebung haben. Wenn Sie natürlich das Glück haben, irgendwo so Hitzing zu wohnen, wo weit und breit kein anderes Haus ist außer Ihrem, dort kann man sowas ein bisschen stabiler hinkriegen. Ja? Gut, wir sind also permanent in Bewegung, das heißt, das Handy sucht sich permanent eine neue Verbindung. Wir müssen einfach nur die Probe-Requests auswerten. Das heißt, wir müssen einen Monitor in die Nähe der WLAN-Geräte bringen. Wie groß ist so ein Monitor? Nicht sehr groß. Ja. Ich habe es im Rahmen eines anderen Security-Projekts einmal mit einem Raspberry Pi, wer das nicht kennt, das ist so ein ganz kleiner Computer, Zigarettenschachtel groß ungefähr, einmal ausprobiert und habe das in einem Netzwerk mit 1000 Mitarbeitern einfach unter den Tisch irgendwo hinpickt und mit dem WLAN dort connected. Dann habe ich sozusagen einen Trojaner in dem LAN. Ja. Weil dieses Gerät kann natürlich über das Firmen-WLAN eine VPN-Verbindung zu irgendeinem Server aufbauen und über diese VPN-Verbindung komme ich ins LAN rein und kann dort tun und lassen, was immer dieses Gerät darf aufgrund seiner Umgebungsbedingungen. Ja. Genauso geht das natürlich auch da. Also einen Monitor in Ihre Nähe zu bringen, ist relativ leicht. Ich besuche Sie in Ihrer Firma und greife irgendwann einmal schnell in die Jackentasche rein. Klatsch, erledigt ist der Fall. Ja. Monitor ist in Ihrer Nähe. Ja. Anholen, wofür? Die 40 Euro, die verdiene ich mit den Daten, die auf Ihrem Handy drauf sind. Ja? Das war jetzt kriminell, ja? Das dürfen wir nicht machen. Ja? Aber grundsätzlich, also das Risiko mit so einem kleinen Gerät, Raspberry, 40 Euro, das wird jemand, der ein bisschen Energie in die Auswertung Ihrer Daten setzt, natürlich jederzeit investieren. Gut, das haben wir gerade gesagt. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Geduld. Ja? Also Geduld zum Beispiel, dass der WLAN Access Point in der Firma vielleicht einmal kurz einen Reset macht, weil die EDV in ihrer Firma neue Firmware ausrollt oder sonst irgendwas. Also kurz, weil dann hat ihr Handy keine stabile Verbindung mehr. Und fängt wie verrückt zum Suchen an nach irgendwelchen Netzen. Ja? Gut, wie funktioniert's? Ich verwende dafür ein für Sicherheitsprüfung ausgelegtes Betriebssystem. Fertig. Braucht man nur aus dem Internet laden, als ISO-Image und daraus halt, ich habe einen USB-Stick daraus gemacht, aber es ging natürlich genauso auch mit einer DVD, sofern es ein Notebook mit DVD-Laufwerk haben. Laden wir fertig runter. Link kommt dann am Schluss. Ja. Fix fertig. Ja. Das wird für uns sozusagen gemacht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die WLAN-Schnittstelle in den Monitor-Mode zu schalten. Die WLAN-Schnittstelle ist standardmäßig dafür ausgelegt, dass sie mit einem Access-Point kommuniziert oder bei einem Ad-Hoc-Netzwerk mit einer anderen WLAN-Schnittstelle kommuniziert.
Wir sagen, nein, du sollst nicht kommunizieren, du sollst einfach nur zuhören. Wie findet man sowas? Gar nicht, weil der hört nur passiv zu. Also wenn man sehr genaue Messungen machen würde, würde man vielleicht eine Senke im Energiefluss haben, aber als Physiker sage ich, aussichtslos. Ja? Also aussichtslos. Ja. Gut, und mittels eines Sniffers schauen wir die Daten einfach an, die das Gerät da bekommt. Also die Pakete, die im Monitor-Mode auf diese Schnittstelle eintreffen, die zeichne ich ganz einfach aus auf. Wer das Programm Wireshark nicht kennt, ich führe es dann live vor. Das ist das Programm, mit dessen Hilfe man so etwas besonders leicht machen kann. Ja, auch da natürlich wieder die Frage, ist das nicht schon kriminell oder so? Nein, weil ich brauche das zur Fehlersuche. Ja. Der Heise Verlag in Deutschland hat sich selbst einmal bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil in Deutschland sind solche Tools wirklich verboten, ja, in Österreich nicht, aber in Deutschland sind die verboten mittlerweile, hat sich selbst angezeigt, er verwendet so ein Tool. Ja, und daraufhin hat ihm die Staatsanwaltschaft die Anzeige zurückgelegt, sie verwenden das Tool im vorgesehenen Sinn, das ist erlaubt. Ja. Also es ist der Besitz zwar verboten, aber im erlaubten Sinn verwenden, das ist irgendwie... Ja. Der Heise Verlag ist in der IT-Branche im deutschsprachigen Raum, glaube ich, bekannt. Ja. Also das ist... Dann filter ich einfach die Probe-Requests raus, weil ich will ja nicht die Millionen Backeln haben, die da so herumfliegen und nicht glauben, das sind relativ wenig. Ich habe jetzt erst schon gesagt, ich habe mein Handy einmal 24 Stunden überwacht und habe, also in meinem WLAN spielt sich nicht sehr viel ab. Meine Kinder sind beide ausgezogen, das heißt, da ist also ziemliche Ruhe. Meine Frau verwendet kein WLAN, grundsätzlich nicht und bin der Einzige, der das Handy heute halt in Betrieb hat und wenn ich arbeite, ist mein Notebook auch noch in einem WLAN drin, aber sonst gar nichts. Ich habe in dieser Nacht 2 Millionen Pakete aufgezeichnet. Ja, davon sind vielleicht 1000 interessant gewesen, der Rest eigentlich nicht, aber ich habe es einmal, diese 2 Millionen Backeln. Ja. Gut, das kann man gleich auswerten, indem man die Filter, das ist das Schöne am Wireshark, ich kann die Filter feiner stellen. Also ihr könnt jetzt sagen, ich suche mal eins ihrer Handys aus, weil sie sind beim Reinkommen alle getrackt worden, weil sie sind ja einzeln durch die Tür gegangen, da ist genau festgestellt worden, wer welche MAC-Adresse auf sein Handy hat. Ja? Nein, keine Sorge, ist nicht gemacht worden. Ich zeige Ihnen nur die Möglichkeiten auf, die es gäbe. Und jetzt könnt ihr sozusagen im Filter noch dazuschalten, ich will nicht die Probe-Requests von so vielen Leuten haben, sondern ich will nur die Probe-Requests von Ihnen haben. Ja? Gut. Und... keine Angst, ich habe nicht vor, irgendjemandem da was Böses zu tun. Diese aufgezeichneten Daten können wir natürlich auch speichern. Das würde ein Live-System, so wie wir das hier mit Kali herzeigen, nicht wirklich machen, weil die Speicherung erfolgt nur im RAM, sobald es den Rechner auch dran ist, weg. Aber es hindert sich natürlich niemanden, einen USB-Stick anzustecken und das aus dem Speicher auf den USB-Stick zu kopieren, so damit man dann später da etwas besser auswerten kann. Ja. Also, ja, im Wireshark Speicher ist und speichere es halt nicht nur im RAM, sondern gleich auf meinen USB-Stick und dann werte ich das in Ruhe aus. Genauso habe ich das in Vorbereitung für den Vortrag auch gemacht. Der PC ist sozusagen das Klein vom Bildschirm für mich und den mag ich alles nicht. Den habe ich gesagt, zeichne auf und da schauen wir es jetzt in Ruhe an, weil dort habe ich ein bisschen mehr Platz. Ja. Ding. Okay. Was machen wir? Wir booten Kali Linux live, das heißt, jeder ihrer Notebooks, ich hätte ein paar Sticks mit, wer das probieren möchte. Ich habe den PC schon vorgebootet. Sie sehen ja, was da drauf steht, oder? Ja, das heißt, der bootet nicht immer von einem USB-Stick. Manchmal muss man 4-5 Anläufe nehmen, bis er endlich vom USB-Stick hochfährt. Das liegt aber an der Aufschrift, die da drauf steht. Ja? Ist mir da noch nie passiert. Ja? Also da kann man es glaube ich nicht lesen. Oh ja doch, groß, viel größer sogar noch. Kann man es lesen. Ja? Dann schaue ich nach, gibt es eine WLAN-Schnittstelle und kann die den Monitor-Mode? Es kann ja mal ein Pech sein, Sie haben vielleicht eine WLAN-Schnittstelle, die das nicht kann. Mir ist noch kein über den Weg gelaufen auf meinen Notebooks. Ja? Dann sage ich, okay, ich prüfe. Das Kommando müssen Sie Ihnen nicht unbedingt merken, finden wir alles im Internet. Ich kann es Ihnen aber, nachdem Sie die Folie nicht laden können, können Sie es dann ausschreiben. Und Kill bewirkt noch, dass alle Applikationen, die derzeit auf das WLAN-Schnittstelle zugreifen, gleich
aus dem Speicher entfernt werden. Ja. Sie wissen, dass es genau unter Linux, oder vielleicht auch nicht, weil Sie nicht damit arbeiten, aber genauso wie unter Windows gibt es natürlich ein Programm, das die Netzwerkschnittstellen für Sie möglichst bequem macht. WLAN ein, WLAN aus und so weiter, also ein Netzmanager. Ja. Und der verwaltet natürlich normalerweise die Schnittstelle, aber mit Kill kann er nicht mehr. Ja. Dann als nächstes sage ich, bitte Monitor Mode statt. Die Schnittstelle könnte theoretisch anders heißen. Ja, das merken Sie, wenn Sie Jack Kill eingeben oder auch nur, wenn Sie Airmon-NG eingeben, kriegen Sie den Namen Ihrer WLAN-Schnittstelle. Ja, wenn Sie nur eine haben, das ist meistens bei einem Notebook so, dann hat die praktisch immer den Namen WLAN 0. Ja. Ganz selten, dass man da mal was anderes hat. Dann starten wir noch Wireshark. Zeichnen auf. Vorsichtig, wir dürfen jetzt nicht eine physische Schnittstelle nehmen. Ja. Wer den Wireshark schon einmal bedient hat, für die anderen, ich zeige es eh her, wenn Sie den Wireshark starten, dann zeigt Ihnen eine Liste aller seiner Schnittstellen an. Und da ist man gewohnt, man nimmt die Ethernet-Schnittstelle, man nimmt die WLAN-Schnittstelle. Nein, das wollen wir nicht, wir wollen die Monitor-Schnittstelle. Ja. Das ist eine virtuelle Schnittstelle, die wir damit überwachen. Und wenn Sie nur die Probe-Requests haben wollen, also von den vielen Backeln, die da so man anschwirren, nur ganz, ganz wenige haben wollen, dann starten Sie auch noch einen Filter. Wenn Sie den nicht verstehen, also anschreiben kann man den, ja, das ist nicht so schwierig. Ja. Das liegt daran, dass für die Physical Control ein bestimmter Subtyp interessant ist und der hat halt die Nummer 4 innerhalb des WLAN-Protokolls. Also wenn Sie das reingeben, dann kriegen Sie nur mehr die Probe-Requests ausgegeben. Sollten Sie zusätzlich noch eine MAC-Adresse haben, nach der Sie auch noch dazu filtern wollen, dann können Sie noch einen zweiten Filter eingeben. Das heißt, ich sage dann dahinter noch End und gebe noch einen zweiten Filter an. Ja. Also sollten Sie da auch ein bisschen Probleme haben mit logischen Verknüpfungen, der Wireshark bietet Ihnen an, dass Sie das zusammenklicken können. Ja. Also das ist relativ einfach zu bedienen. So würde eine Aufzeichnung ausschauen und wir steigen gleich um auf diese Auszeichnung. Sie sehen also, okay, derjenige, der dieses Gerät betrieben hat, hat sich schon in der Südsteiermark umeinander getrieben, dieser hat sich schon in Wenigzell herumgetrieben. Wenn man jetzt nämlich nach diesen Netzen ein bisschen googelt, kommt man relativ schnell drauf, wem die kehren. Ja? Also, Gamlitz, Wenigzell. Gast-WLAN kommt man vielleicht nicht so schnell drauf, weil das haben viele Leute laufen, ja. Wäre aber Gmünd in dem Fall. Ja. Also, österreichmäßig ein bisschen verteilt, die ganze Geschichte. Und Sie sehen, das Handy hat offensichtlich gerade keine WLAN-Verbindung, oder? Das sucht verzweifelt einmal nach dem anderen. Und die ganze Liste, das hat immer wieder durch, bis endlich irgendwas antwortet, damit man unsere Konnektivität endlich wieder haben. Okay. So, mal schauen, ob das mit dem Zwischenkästchen da funktioniert. Ich zeige Ihnen das jetzt noch live hier. Schauen wir mal, ob wir irgendeins haben, das wir da haben. So, da hat sich inzwischen der Bildschirm schon eingeschalten. Sollten Sie, ich weiß nicht, hat man da jetzt gesehen, dass er das Passwort wissen wollte? Egal, ja. Bei Kali Linux bootet zwar normal, kann man sofort verwenden, ist ja ein Live-Linux-System, nur wenn man das 2 Minuten nicht verwendet, schaltet sich der Bildschirm schon ein und dann braucht man Passwort. Das ist allerdings erstens, kann man nachschauen im Internet, aber wenn Sie so Live-Distributionen kennen, dann lautet das meistens, wie spricht man das aus, Tour, also T-O-O-R, also Root verkehrt herumgeschrieben. Ja. Das ist nur. Ich habe das da jetzt schon zeitlang laufen, aber Sie sehen schon, dass hier ein Samsung-Handy versucht, R-Mobile neu zu finden, dass ein, den Hersteller kenne ich nicht, das dürfte, Cardian, das dürfte da im Haus irgendein Kastel sein, ja, also das auch hier normalerweise im WLAN sein möchte. Ich glaube eher, dass das, gibt es eine Webcam da, irgend so, kein Smartphone, ja, weil in meinem Wohnhaus gibt es genau diesen gleichen Anbieter seit kurzem auch und es ist keiner mit einem Smartphone dazugekommen im Haus. Ja. Also ich kenne meine Parteien ganz gut. So
Ja, entschuldigen. Entschuldigen. Das ist relativ leicht. Ja. Also diese Unterstellung, die da jetzt durchkommt, die muss ich doch ein wenig zurückweisen. Aber wie ich in dieses Haus eingezogen bin, war ich viele Jahre hindurch der Einzige mit Internet, weil das Durchschnittsalter alleine durch meine Person, und Sie sehen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, deutlich gesenkt worden ist in dem Haus. Ja. Nur mittlerweile sind halt die Wohnungen viele an die nächste Generation weitergegeben worden und jetzt gibt es auf einmal viele WLANs, ja, und auch viele Internetanschlüsse. Und man kriegt natürlich mit, wenn man neu einzieht, dass in der Liste plötzlich am eigenen Notebook immer wieder ein neues WLAN auftaucht. Ja, und dann kann man das relativ schnell koordinieren, das muss zu der Wohnung dazugehören. Ja, also das ist nichts sonderlich Tragisches. Und man kann sie nicht verhindern, weil wenn Sie für ein Notebook draufklicken auf die Tasten, sehen Sie alle WLANs, die dagegen sind. Ja, also das ist ja, kann ja nichts Illegales sein, wenn das sowieso immer hergezeigt wird. Und vor allem manche sind schon nicht gegen deine richtigen Namen auch. Ja, das sind die besonders freundlichen, wo entweder der Familienname steht oder... Oder Bildungspraxis. Ja, ne, das ist... Da haben wir dann ein Werneri A1. Hallo. Das ist ein Microsoft-Handy. Ja. Ah, halt, falscher PC. Halt, da drauf. Ja, sonst tut sie da im Moment nicht sehr viel. Sie sehen da Unmengen, wo SSID Broadcast ist. Das ist eine Neuentwicklung, die man bei den Handys sieht, wo man einen gewissen Schutz vor diesen Attacken hat, ja? Aber nur einen gewissen. Früher hat man die WLANs geschützt, ja? Die haben sozusagen die SSID nicht publiziert. Am Access Point hat man eingestellt, nein, nichts publiziert. Dann hat natürlich keiner diese WLANs gesehen, auch die eigenen Geräte nicht. Also hat man müssen sagen, du auch verbinden, wenn die SSID nicht gebroadcastet wird. Was ist passiert? Das Gerät hat die SSID gebroadcastet, weil es ja gesucht hat, ob es den Access Point gibt. Das heißt, in so einem Netz muss man einfach nur warten, bis irgendeiner neu ins Haus einer kommt. Ja, weil der will sich connecten, schickt es aus, dann weiß man die SSID und dann kann man genauso anfangen. Ja. Ich war einmal bei einem Seminar für Firewall-Technologien und da habe ich zuerst auch gesagt, habt ihr gar kein WLAN? Und die Antwort war schon so, er hat nicht ja gesagt, wir haben keins oder wir haben eins, sondern er hat sich halt so ein bisschen umeinandrückt und gesagt, okay, ihr habt eine Hidden SSID. Ich bin ja den ganzen Tag am Seminar, also irgendwann kommt schon ein Mitarbeiter, dann sage ich euch eine SSID. Aber und, die SSID sieht man da auch unter Hidden. Ja, natürlich, steht dann auch Hidden WLAN dabei, ja, das ist ja das Schöne. Ja. Drum ist ja Hidden, wenn man sieht, dass Hidden ist. Ja, ja. Jetzt stellen Sie sich das einmal beim Versteckenspülen vor. Ja. So, gut, wir könnten da jetzt natürlich lange, lange weitersuchen. Das ist meines, ja. Ich habe natürlich meins auch da liegen, damit wir ja sicher irgendwas haben. Also mein Handy, ja, mein Handy darf natürlich in kein, na, das ist nicht der Access Point. Ich checke ja, oben sieht man ja, dass ich diesen Filter eingebaut habe, sondern das ist ein Handy, das dieses Netz gesucht hat. Oder theoretisch kann es auch ein Notebook sein. Also irgendein WLAN-fähiges Gerät, das dieses Netz gesucht hat. Ja. Aber das ist die Pension da im Haus. Ja. Sie sehen vielleicht, wir haben... Wie lange bin ich jetzt da? Sagen wir, seit einer Stunde läuft das. Ich glaube, es ist noch eine ganze Stunde. Wir haben hier 85.000 Pakete bereits aufgezeichnet. Davon sind 5.000 Probe Requests. Also nicht so wenig. Also jedes 16. Paket, das irgendwer in dem WLAN ausschickt, heißt nur, ich suche. Ich suche. Ja? Sehr energieeffizient, oder? Wir sparen zwar überall Strom ein, nur vergeuden ihn mühelos durch das Suchen. Ja. Gut, okay, also Sie sehen, da kommen laufend neue dazu. Es ist auch jetzt wieder ein da dazukommen, also man sieht die Zahlen, wie viel davon hergezeigt werden, wie viele da jetzt ausgewertet werden. Natürlich kennt man jetzt noch einen zweiten Filter auf ein bestimmtes Handy stellen, um sozusagen herauszukriegen, ob Ihr Handy irgendetwas verrät. Will noch irgendwer was sehen oder gehen wir zur Präsentation zurück? Sie
lachen soll. Also vielleicht wird es noch peinlich, soll ich aber suchen? Oder? Nein. Matt ist auch true. In weiser Voraussicht, wie Sie den Vortragstitel gehört haben, sind Sie mit ausgeschalteten Handy hergekommen. Ja. So, müssen wir kurz warten. Ich glaube, es hat zuerst nicht viel gebracht, wenn ich gesagt habe, schalt schneller um. Der Beamer braucht sowieso seine Zeit. Ja, jetzt geht er wieder auf MHL und dann schaltet er erst um. Passt. Was können wir tun? Das, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht so bequem sein. Nicht so falsch sein. Ja. Für mich ist das der Leitsatz von, sagen wir mal, 30 Jahren IT-Security. Ich glaube, es ist leider schon ein bisschen mehr geworden. Wenn es sicher sein soll, dann ist es unbequem. Und wenn es für Sie bequem ist, ist es mit Sicherheit nicht sicher. Verwendet irgendwer von Ihnen Outlook? Haben Sie das Vorschaufenster aktiviert? Na klar, weil das ist die Standard. Entschuldigen, Wahnsinn! Ja? Damit dringt ein Schadprogramm in Ihren Rechner vorbei an jeden Virenschutz ein. Das Vorschaufenster in einem Mailprogramm ist die größte Gefahr. Warum tun wir es? Ja, weil es halt so bequem ist. Ja, gebe ich ja zu. Mir fällt es halt leichter, weil ich weiß, was passieren kann. Bei mir ist das Vorschaufenster selbstverständlich deaktiviert. Ja. Eine Mail, die man anschauen will, weil, ich meine, wie viele Mails am Tag kriegst du das wirklich anschauen? Angeblich, sagt mir mein Mail-Anbieter, wo die meisten meiner E-Mails hinkommen, kriege ich am Tag mehrere tausend E-Mails. Von denen kommen ungefähr 50, 60 wirklich zu mir durch. Der Rest wird sowieso von denen schon gestanzt. Von diesen 50, 60, wie viel liest man? 10? 20? Je nachdem, wenn die Mailadresse jung ist, 30, 40 und von den 50, ja, wenn die Mailadresse schon lange in Verwendung ist und wenn es Ihnen so geht wie mir, Sie haben ja mitbekommen, ich unterrichte an einer Schule, das heißt, jeder meiner Schüler hat meine E-Mail-Adresse in seinen Mailverteiler drinnen, das heißt, das ist auf was Gott wie viel Spam-Listen und ähnlichen Dingen. Ich kriege also am Tag mehr Spams als Nicht-Spams. Die meisten werden eben automatisch rausgefiltert, aber es bleiben immer noch genug. Die schaue ich gar nicht an. Die, also sieht man eh schon betrifft, das kann nichts gescheit sein. Ja. Kann man weghauen. Ja. Das. Entschuldigung? Nein, ich habe gesagt, kommt von einem Schüler, ne? Nein, wenn es von einem Schüler kommt, muss ich es ja leider anschauen, weil die geben ja ihre Übungen auch als E-Mail ab. Ja, da muss ich schon hinschauen. Ja. Aber was da sonst noch alles kommt. Das Problem ist nur, jetzt kann ich die Security hochtreiben bis zum geht nicht mehr. Ja. Das geht schon. Ja. Man kann die Security erzwingen, ganz einfach. Was dazu führt, dass dann dort 27 Post-its draufpicken mit dem WLAN-Passwort, mit dem Access-Code und mit dem Passwort. Haben Sie schon mal in einem Krankenhaus in einem Pflegeraum reingeschaut? Wie die Röhrenmonitoren waren. Ja, zum Glück sind die angeschafft worden. Ja. Auf der Seite von den Röhrenmonitor alle Ärzte-Passwörter mit einem Post-it hinpickt. Nicht nur in einem Krankenhaus, ja, in jedem. Ja. Das heißt, wenn ich die Security zu hoch treibe, konterkariere ich die Geschichte, weil die Leute sind einfach bequem, damit muss ich irgendwie leben. Das heißt, das, was für Sie wichtig ist, ist ein ausgewogenes Maß zu finden, wie sicher würde es sein und wie viel Bequemlichkeit kann ich dafür aufgeben. Ja. Wie gesagt, wenn dann der PIN-Code von den Bankomatkarten auf der Bankomatkarte draufsteht, ist die Security beim Teufel. Ja? Nur der PIN-Code ist selbstverständlich keine Sicherheit. Ja? Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Ja? Das würde wieder ein bisschen zu weit jetzt führen, aber vierstellig, eigentlich ist er nur dreistellig. Ich weiß nicht, ob das irgendwer weiß, weil die vierte Stelle ist eine Prüfziffer vom PIN-Code. Das heißt, ich habe bisher jeder Bankmitarbeiterin, die mir zu lästig geworden ist, ihren PIN-Code gesagt, dann lasst es mir in Ruhe. Ja? Fragen Sie nur vier Ziffern fallen lassen ohne irgendein Wort und Sie merken schon, okay, es wird plötzlich ein sachlicheres Gespräch. Ja? Also, diese Waage zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit, die muss jeder selber sich überlegen. Wie weit kann ich auf Bequemlichkeit verzichten, um etwas mehr an Security zu gewinnen? Das haben wir gerade gesagt, das brauchen wir nicht mehr. So, was mache ich jetzt beim Handy? Ein Zuhörer hat es ja schon angedeutet, grundsätzlich heißt so wenig fremde WLANs benutzen wie nur irgendwie möglich.
Wenn Sie es nicht vermeiden lässt und mit dem Rail-Chat täglich unterwegs sind, es geht nicht ohne. Warum? Weil die Datenverbindung aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Rail-Chats anreißt. Ja? Ich weiß nicht, ob bekannt ist, österreichische Handynetze sind ausgelegt auf eine Maximalgeschwindigkeit von 180 km pro Stunde. Über dieser Geschwindigkeit funktioniert das Handover von einem Masten zum nächsten nicht. Ja? Das heißt, Sie bauen eine Verbindung auf, funktioniert super, kaum haben Sie ein VPN endlich aufgebaut, damit Sie sicher in die Firma kommunizieren können, tschupp, weg. Spielchen beginnt von vorn. Netzwerkverbindung aufbauen, VPN-Verbindung aufbauen, tschupp, weg. Da bleibt man nichts anderes über, da muss ich ein quasi WLAN benutzen, weil die haben ein paar Tricks, dass das Handover mehrfach quasi gemacht wird. Ja. Wirklich funktionieren tut es ja nicht, also wer schon einmal so einen Upload oder Download beobachtet hat, der bleibt ja immer so stehen. Ja. Also immer dann, wenn die ein Verbindungsproblem haben, aber in den Zug hinein hält er das Netz permanent aufrecht. Ja. Gut, wenn man schon aus welchem Grund auch immer ein fremdes WLAN benutzen muss, dann sofort eine VPN-Verbindung. Sie haben keine Ahnung, wer alle bei dem WLAN mithört. Weder im Hotel, noch in der Cafeteria, noch irgendwo bei einem Kunden. Sie haben keine Ahnung, was mit Ihren Daten passiert. Also, sofort eine VPN-Verbindung. Die Firma, wenn man eine Firma hat, die keine VPN-Verbindungen anbietet, dann muss man sie halt selber eins machen. Gibt natürlich auch gemietete VPNs, da ist halt auch so eine Geschichte, weiß man, wie sicher das ist. Ja. Teamviewer, kein Mensch weiß, wie sicher das ist, verwendet man zwar ist gerne als VPN-Verbindung, aber wissen wir nicht. Gut, und jetzt sind Sie an der Reihe. Wenn Sie das fremde WLAN nicht mehr brauchen, also Sie checken im Hotel aus, dann sofort da hergehen in die Listen, draufklicken, löschen und das Handy sucht nie wieder danach. Ja? Und jetzt kennen Sie selber in den Einstellungen Ihres Handys, ich habe da den Kopf, nur damit man weiß, in welche Menüpunkte man gehen muss, in den Einstellungen des Handys schauen, wie viele WLANs da drinnen sind, wo Sie sich gar nicht mehr erinnern können, dass dort waren. Ja? Dann bitte löschen Sie das einfach raus, braucht man nicht. Ja? Gut, sein Handy, sein eigenes kann man ja bedienen, oder? Kann der sein Handy nicht bedienen? Ja, ich kann Ihnen sagen, ich unterrichte ja in erster Linie 17- bis 19-jährige Jugendliche an der HTL. Man sollte nicht für möglich halten, wie wenig ihr eigenes Handy bedienen können. Die Jungen, die da eh so super damit umgehen, aber bedienen können sie es alle nicht. Die erste Frage ist immer, wie lösche ich ein WLAN aus meinem Handy? Wenn ich sage, wie lange hast du das Handy schon? Ein Tag? Gut, dann musst du das noch nicht wissen. Aber also, einmal in die Einstellung hineingegangen. Schaut bei jedem Handy ein bisschen anders aus. Ja? Und jetzt nicht sagen, das schaut beim Samsung. Nein, es schaut auch bei jedem Samsung-Handy anders aus als beim alten Samsung-Handy. Es schaut immer ein bisschen anders aus. Ja? Ja, selbstverständlich. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann lassen wir diese blöden Betriebssystem-Updates bleiben. Ja? Ja, viel Spaß. Sie machen mir das Leben noch weiter. Ja, es ist nur ein Versuch. Ja? Wie gesagt, ich bin kein Jurist und das ist für mich nicht, ich mache keine verbindlichen Aussagen. Ja. Eins sollte Ihnen aber schon bewusst sein, wenn jemand kriminelle Absichten verfolgt, dem ist völlig wurscht, ob es erlaubt ist oder nicht. Der tut es einfach, ja. Weil der ist eh schon kriminell, da kommt es auf das auch schon immer mehr an. Ja. Also man heißt ja, das ist ja verboten. Ja. Wussten Sie, dass zum Beispiel in Frankreich WLANs generell eigentlich verboten waren? Nämlich nicht wirklich verboten, sondern wenn man in Frankreich ein WLAN betrieben hat, dann musste man den Schlüssel bei der Überwachungsbehörde hinterlegen. Hat natürlich kaum jemand gemacht. Ja. Mittlerweile haben sie das Gesetz geändert, dass es nicht mehr notwendig ist. Aber ich weiß nicht, ob Sie die Bestrebungen der EU mitverfolgt haben. Ja, WLAN-Verschlüsselung soll ja überhaupt ganz verboten werden oder auf ein so ein Maß heruntergetrieben werden, dass jeder Geheimdienst mitlesen kann. Ja. Entschuldigung, wenn ein Geheimdienst mitlesen kann, kennen das die anderen auch. Ja. Nicht glauben, dass die nicht mehr Rechenleistung haben. Ja. Aber den zweiten Satz, den wissen oft die Politiker auch nicht. Ne? Ja, richtig. Ja. Gebe Ihnen völlig recht. In Österreich ist grundsätzlich der Besitz und die Verwendung aller Werkzeuge, die ich Ihnen gezeigt habe, erlaubt. Das ist nicht in allen Ländern so. Ja. Da sind Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Kali Linux in die USA reisen. Weiß ich nicht, ob Sie über die Grenzkontrolle kommen. Ja. Ist ein amerikanisches Produkt, nur nebenbei bemerkt, aber das heißt ja noch nicht, dass Sie damit einreisen dürfen. Ja? Also in Österreich ist sowohl der Besitz als auch die Verwendung der
dieser Werkzeuge legal. Die Aufzeichnungen ist ja oft sogar verpflichtend. Es gibt viele Firmen, die müssen da mitzeichnen, für die Fehlersuche sowieso erlaubt. Wenn Sie jetzt das Nachbar-WLAN auch mitprotokollieren, das ist natürlich problematisch. Ja? Also wenn Sie dann das nächste Mal Ihren Nachbarn treffen und dem anreden, surf nicht so viel auf Pornoseiten. Das würde ich nicht tun. Ja? Also das halte ich für ein Eindringen in die Privatsphäre, das niemandem was angeht. Ja? Und damit sind wir schon beim letzten Punkt hier. Die Daten sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht dauerhaft speichern. Ja? Das sollte Ihnen schon bewusst sein, dass wir da was haben können. Gut, wenn ich Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen Guster gemacht habe, hallo, im Browser genauso wie im PowerPoint herumpladdeln, zurückpladdeln, auf jede beliebige Folie wechseln, das habe ich Ihnen gar nicht hergezeigt. Also Sie können hier auf jede beliebige Folie, genauso wie im PowerPoint, ist nichts anderes. Und da wieder her. Ein Link dazu. Ja. Sage allerdings gleich dazu, ganz so einfach zu bedienen wie PowerPoint ist es nicht. Ja. Aber es ist relativ simpel und einfach zu bedienen. Da gibt es viel kompliziertere, mit denen man dann auch viel, viel mehr machen kann. Ja. Sollten Sie an mehr Informationen, die ich zur Verfügung stelle, interessiert sein, steht auch noch mein Informationsportal da. Das sind natürlich alles anklickbare Links. Ja. Also das müssen Sie nichts antippen. Dann Kali Linux. Und wenn Sie mehr über Wireshark wissen wollen, das gibt es natürlich nicht nur für Kali Linux, sondern Wireshark ist ein eigenständiges Produkt, das man genauso gut, ist es auf dem Rechner da drauf, hier mitlauschen kann, um Fehler im Netzwerk zu suchen oder festzustellen, warum plötzlich ein Netzwerk nicht connected, ja, weil wieder irgendwer den MAC-Filter adaptiert hat oder sonst irgendetwas. Ja, das muss man entsprechend nachschauen. Haben Sie Fragen? Ich hätte einmal eine Frage, und zwar, kennt jemand ein WLAN-Einschalt-Tool, mit dem man da sagen kann, nach einer Stunde rast das WLAN wieder ab? Weil das wäre ja eigentlich genau der Punkt, wie eine Zeitschaltuhr. Raspberry Pi. Nein, ich meine jetzt fürs Handy. Achso, fürs Handy. Ja. Raspberry Pi wäre es ja kein Problem. In die umgekehrte Richtung, ne? Aber normalerweise kann man das im Router managen, ne? Ja, schon, da kann ich nichts sagen. Ja, mir geht es ja darum, wenn ich jetzt da herkomme und sage, ich weiß jetzt, ich würde das WLAN hier benutzen, schalte ich ein, aber in einer Stunde soll er dran oder in zwei, weil da bin ich nicht mehr da. Fertig. Ja, wenn Sie nicht mehr da sind, dreht er dieses WLAN eh ab, aber er würde versuchen, wieder zu connecten. Genau, also Sie müssten es rauslöschen aus der Liste. Ja. Das zumindest für das Betriebssystem Android kann ich nur sagen, man kann die WLANs nicht deaktivieren, man kann sie auch nicht trennen. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist löschen. Ja, das WLAN als Ganzes. Aber ich würde gern, so wie ich es am Notebook mache, jetzt mein Haupt-WLAN einmal kurz die Verbindung trennen, aber natürlich nicht außerlöschen, weil ich will das nächste Mal die Verbindung wieder auftragen, weil ich ein anderes testen möchte. Das geht am Handy nicht. Ja. Also ich habe es. Für das Android gibt es die Applikation Tasker, die kann abhängig vom Betriebssystem das WLAN ein- und ausschalten. Bei den neueren Betriebssystemen geht es leider nicht mehr, weil aufgrund von den Android-Richtlinien das WLAN nicht mehr direkt bedient werden darf von einem Programm. Bei den älteren geht es ja wohl. Das kommt Ihnen wahrscheinlich noch als Handicap dazu. Der Teil, der irgendwie was mit Funk zu tun hat, ist ja mittlerweile sehr, sehr streng. Es werden ja auch die Dinge wie OpenWRT und diese ganzen Firmware-Alternativen sterben, ganz einfach, weil es nicht erlaubt sind. Also für die Funkschnittstelle ist sozusagen der Hersteller ewiglich haftbar. Das heißt, er muss verhindern, dass irgendein nicht von ihm zertifiziertes Programm überhaupt Zugriff auf diese Schnittstelle hat. Eine Frage, aber dann ist nur eine Frage der Zeit, bis dann Elektronikbauelemente auch noch mehr zertifizierte Abnehmer verkauft werden. Ne? Ja. Genau, das ist nur eine Frage der Zeit, weil da kann man mit dem Funk übertragen, oder? Die das kennen zumindest. Also, um die Frage zu beantworten, ich kenne kein Werkzeug, mit dem man das vernünftig auf die Reihe bringen. Ich schaffe es bis heute nicht zu erreichen, dass mein Handy das WLAN nur auftrat, wenn ich in meiner Wohnung bin. Ich habe schon überlegt, da einen NFC-Chip im Vorbeigehen und immer, wenn ich dort vorbeigehe, schalte ein und in die andere Richtung vorbeigehe, wieder aus. Es funktioniert nicht stabil. Ja? Also, ich habe es oft schon erlebt, dass das WLAN auch eingeschalten ist, wenn ich nicht in der Wohnung war und nicht eingeschalten war, wenn ich dann reingegangen bin. Also wirklich stabil funktioniert das. Ich finde das übrigens gut. Schon, da muss ich aber die WLAN-Schnittstelle Auftrag haben, weil sonst stellt er nicht fest, dass ich dort drinnen bin. Das heißt, ich habe einen permanenten Stromverbrauch,
Wie oft laden Sie Ihr Handy, nur um darauf zu kommen? Naja, einmal am Tag normal. Einmal am Tag, ja, einmal in zwei Wochen. Weil ich eben den Stromverbrauch so runter minimiert habe, da wird kein Eizerl, kein Elektron hergeschenkt. Ja. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Bequemlichkeit. Was hält uns davon ab? Also die wesentlichen Einstellungen gibt es als Softbutton. Drückt man WLAN aus. Ja. Wenn ich wieder wohin gehe, wo ich sage, dann möchte ich, dann sage ich WLAN. Ja, so mache ich es ja jetzt, ja, aber. Ja. Ich hätte, ja, da muss jetzt erst immer einen vierstelligen PIN-Code eingeben, damit ich überhaupt in das Handy reinkomme, weil mein Handy soll ja sicher sein. Das heißt, meine Kinder haben dieses Fingerwischen, ja, das habe ich alle geknackt. Ja. Ich habe ihnen das jedes Mal vorgeführt. Neues Handy, zeig mir es einmal, klack, ich bin schon drin. Willst du noch immer glauben, dass das sicher ist? Ja. Sie brauchen es nur gegen das Licht halten in der richtigen Mitte, oder dann sieht man, wie der letzte gewischt hat. Ja, also das ist ziemlich einfach. Also der einzig halbwegs vernünftige Schutz ist Passwort und das müsste dann mehr als vier Stellen haben. Ja, also ich bin mit meinem vierstelligen Passwort auf der untersten Linie. Unter 12 Stellen sind ein Passwort dann nicht sicher. Nur ein 12-stelliges Passwort jedes Mal eintippen, weil ich einen Anruf tätigen will. Ja, das ist die Waage, die ich wieder gesagt habe. Für mich ist das nicht machbar. Ja? Also da gehe ich runter. RFID-Keys gibt es noch, oder? Mit RFID. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn Sie da interessiert sind, wir haben an der Spengergasse ja so ein nettes Schloss, wo man nur so einen RFID-Chip hinhalten muss. Ja. Genau mit diesem Handy, das auch, hat ein Schüler besessen, gleiche Type. Ja. Der hat diese Chips ausgelesen und auf Leerchips programmiert und hat natürlich, schlauer wie er war, einfach Informationen von mehreren solcher Chips gesammelt und hat dann einen Master Key produziert. Das heißt, der ist in jeden Raum reingekommen. Der Chip hat natürlich dann den Wert wieder schicken worden, mit der man den aus der Hand geben, das ist schon klar. Ja, was heißt aus der Hand geben? Aus 20 cm entfernen kann ich ihn auch auslesen. Beim Vorbeigehen hat er den Chip von unserer Frau direkt ausgelesen und die hat ein bisschen mehr Rechte als irgendwer andere. Aber das haben wir wieder beim Alu. Ja, ja. Nein, also. Wir wollen nicht übertreiben, wir sollten nur eine gewisse Sensibilisierung für diese Dinge haben und dann vielleicht doch darüber nachdenken, weil sie einmal in den USA in einem bestimmten Hotel waren, muss man sich das WLAN nicht ewig da im Handy drin merken. Weil wenn sie das nächste Mal reinfahren, haben die eh längst ein neues Passwort. Schmeißen sie es aus, sobald sie auschecken. Ja. Wie sehen Sie sicherheitstechnisch den Fingerprint oder den Gesichtserkennung? Ich habe hier Produkte entwickelt lange Zeit, ich weiß, dass das nicht machbar ist. Also Fingerprint hat einmal zwei schwerwiegende Nachteile. Sie haben nur 10 Finger. Ja? Das heißt, wenn einer einmal irgendwo bekannt geworden ist, dann haben sie noch einen zweiten zum Wechseln, aber nach 10 ist aus. Wie ändern Sie dann Ihr Passwort? Nach dem 10. Finger? Ein Finger ist schon ein Pass. Sind Sie österreichische Staatsbürger? Ja. Ja? Dann haben Sie ja das große Glück, dass der Fingerprint, der auf Ihrem Pass gespeichert ist, wenigstens verschlüsselt ist. Ja? Wissen Sie, wie der verschlüsselt ist? Mit Ihrem Familiennamen. Also hoch secure, oder? Ja. Ist aber ein Fortschritt, wenn Sie nämlich deutscher Staatsbürger sind, dort sind die Daten im Klartext drauf. Das heißt, am Flughafen können Sie alle besser auslesen im Vorbeigehen. Ja. Fingerprint, Unterschrift, alles was da drauf ist, können Sie noch holen. In Österreich muss man zumindest noch beim Check-in drüber schauen, wie heißt der mit Familiennamen? Ah ja, okay, habe ich auch schon. Ja. Und das fällt halt irgendwie auf, wenn ich noch so wie über die Schulter schaut, oder? Und dann wird man vielleicht. Aber was tun Sie, wenn die 10 Finger verbraucht sind? Noch schlimmer ist ja der Iris-Scan. Das ist derzeit die biometrisch sicherste Methode, aber Sie haben nur zwei Augen. Ja? Was tun Sie, wenn der einmal bekannt ist im Netz? Ja? Also denn wenn man einmal in Amerika war, haben Sie alle 10 Finger. Beim Einreisen. Das ist sowieso sinnlos. Ja? Das kennen Sie noch. Da. Also dagegen gibt es keinen wirklichen Schutz. Nein, biometrische Verfahren funktioniert nicht sonderlich gut. Wir haben also auf der damaligen IFABO so ein Zugangskontrollsystem, das nicht Fingerprint, weil das war viel zu unsicher zu der Zeit schon und IFABO ist schon ziemlich lang her, dass die stattgefunden hat, sondern haben damals schon eine Gesichtserkennung und zwar eine Gesichtserkennung plus noch, man muss einen Satz sprechen. Das heißt, die Lippenbewegungen wurden mit dem Satz analysiert, die Stimmerkennung wurde gemacht, passt die Stimme zu dem Benutzer, weil sie kommen vom Urlaub zurück und die Gesichtsfarbe ist anders, die Haartracht ist anders, sie haben vielleicht das Sonnenbrillen auf. Das ist alles in den Griff zu bekommen, wenn man zusätzlich noch eine Stimmerkennung macht, aber wir waren nicht zwillingsfest. Das heißt, wenn eine Firma eineige Zwillinge beschäftigt,
Ja, können beide als der andere einige. Es ist, oder nur einer davon angestellt, noch schlimmer. Ja. Dann kann der zweite in die Firma rein, ohne dass er dort überhaupt beschäftigt ist. Ja. Also diese Systeme sind nicht wirklich machbar, abgesehen von Hygieneproblemen. Ich meine, beim Fingerprint-Reader am Handy geht es ja noch, weil den greift man sie an. Aber jetzt stellen Sie sich das bei der Eingangstür vor. Ja. Wissen Sie, wer da vorher drüber gestrichen hat? Ja, dürfte mit der U-Bahn-Anlage zuhalten. Ja, da gibt es jetzt eh so nette Haltegriffe, die man drüber legen kann. Ja. Ja. Genau, super, tolle Idee. Nein, aber das denken Sie an, also wir haben mit Firmen da diskutiert, die denken nur, dass dann die Bauarbeiter oder die Mechaniker aus der Autowerkstatt mit den Ö-Finger drüber fahren, dann ist der Fingerprint-Reader weg vom Fenster, ja? Der nächste kommt nicht mehr ein, solange bis wieder die Dame vom Reinigungspersonal gekommen ist oder der Herr vom Reinigungspersonal und da schön putzt hat, dann kann man wieder die Tür aufmachen. Ja? Nur die Dame kommt nicht hin, weil die Tür ja zu ist, ja? Und die geht nicht auf. Ja? Ja, es ist, also ich war ein großer Fan von biometrischen Verfahren, wie die aufgekommen sind, und ich habe sehr viel Zeit investiert, in solche Systeme zu bauen und auch einiges an Geld, aber ich kann Ihnen heute sagen, nein, es funktioniert nicht. Wir haben das eigentlich so gedacht, statt dem vierstelligen PIN-Code bei den Bankomatkarten, dass man das möglichst schnell durch einen Fingerabdruck ersetzt, weil das auf der Bankomatkarte kennt man so einen Reader installieren. Aber das haben die Banken abgelehnt, weil sie genau wissen, dass die Ehefrau auch mit der Bankomatkarte vom Ehemann anheben geht oder umgekehrt oder sonst irgendwie. Ja. Das ist schlecht fürs Benutzererlebnis, ne? Sie haben viel zu viele Anrufe dann bei der Hotline und das ist. Wollen sie auch nicht haben. Ja. Darum ist auch der PIN-Code nur vierstellig bei den Bankomatkarten, weil längere merken sie die Leute nicht, da rufen viel zu viele Leute an der Hotline an. Wobei vierstellig ist es wirklich lächerlich. Ja. Also einen vierstelligen PIN-Code herauszufinden ist trivialst. Und jetzt nicht sagen, es sind eh nur drei Versuche. Na, Entschuldigen, wenn Sie auf diese Methode zurückgreifen, dann wissen Sie nicht, wie man so einen PIN-Code in Erfahrung bringt. Also Try and Error, nein. Das ist kein guter Weg. Noch Fragen? Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, wenn Sie sich noch was anschauen wollen, wie gesagt, ich hätte auch noch mehrere Sticks mit, wenn Sie es am eigenen Notebook probieren wollen und man das Kali Linux nicht ganz schnell zum Laufen bringt, wäre also sonst die Sticks drauf. Bitte? Sonst die Sticks auf die Sticks drauf. Ich will mein Botnetz ausbauen, Herrn. Entschuldigung, ich meine, ein bisschen Nutzen muss ich auch haben davon, oder? Nein, es ist, aber Sie können es runterladen im Internet, Sie sind nicht auf meinen Stick angewiesen. Gut, dann darf ich auch nochmal herzlichen Dank sagen für den erfrischenden Vortrag und es war wirklich sehr, sehr auflockernd. Danke. So, jetzt bitte auch das zu Beginn angesprochene Tool noch nutzen für Ihre Abstimmung, wie es Ihnen gefallen hat, und falls Sie noch Fragen haben, das ist, würden Sie bitten, dass Sie das vielleicht online machen. Und vielleicht allgemein noch jetzt, dann können wir noch in persönlichen Gesprächen dann noch weitere Themen kurz anschneiden mit einem Glas Wasser, einem Kaffee, und das wäre sicher noch interessanter, weitere Kontakte zu knüpfen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, weil das nicht so angesprungen ist, die Biometrie ist durchaus interessant für das Typisieren von Persönlichkeiten. Also nicht das Identifizieren, aber für das Typisieren ist extrem interessant. Wenn man zum Beispiel auch für so Digital Signage Systeme dann erkennen kann, ob da ein Mann, eine Frau vor dem Schirm steht, ob welches Alter der hat, ob er schon einmal da war und wiedergekommen ist und wieder stehen geblieben ist, ob es interessant war, das System anzuzeigen. Also das Typisieren ist durchaus ein interessanter Markt. Mit Gesichtserkennung, das wollte ich eben in der Richtung. Bitte? Welche Stimmung er hat. Auch genau, welche Stimmung er hat und all diese Geschichten. Ja. Genau, also das Typisieren ist ja sicher interessanter Markt. Fürs Identifizieren, wie gesagt, ist es zu wenig präzise in vielen Bereichen. Und wenn ein Chef dann in seine eigene Firma nicht hineinkommt, ist er frustriert. Also das ist sicher auch dann im False Positiv nicht angenehm. Gut, dann danke ich auch für Ihr Kommen und ja, bei einem nächsten DigiTalk sehen wir uns dann vielleicht wieder. Danke.